So, mal kurz gespeichert und jetzt geht's auf zu diesen dunklen Würfel. Aber zuerst habe ich noch eine gute Münze. Nein, natürlich nicht. Das ist ja voll schnell weg immer bei mir, ne? Aber danke, Kupo, und wieder mal. There's a mailbox in Twilight Town. Ja, ich schmeiß Let's send this off next time we're in Twilight Town. Let's go. Okay, you ready to battle the Dark Cubes? Jo, auf geht's. Besiege diesen großen Würfel. Hope it's learned some new tricks. Yeah, now it's gotta face all of us. That's right. Freddy want to destroy! Our probability of success is... You don't have to crunch the numbers, Baymax. It's not the sum of our parts. It's the sum of our hearts. Yeah! Which adds up to what? Show me. Almost there. What? This pile of junk collected the data we needed. The terror of being attacked without warning. The despair of having no place to run. The longing for vengeance. A heart's more than that! It's working together! Why wasn't it something funny? Trusting friends. In every heart, there's hope! Yeah. Yes! You're right. Huh? That's why I made sure our creation fought you. Now the data contains a complete heart. A heart made from conflict? That can't be real! What was it you said? I only have to see it for it to become real. So, let's see it. First, we need a vessel. What's going on? Another Dark Cube form? Doesn't look as bad as the last one. It could be a trick. Usually is. No one square pants! Yeah! Wait! That's Baymax! What? Huh? No way! Baymax. Don't bother. This puppet has lost his heart. He won't wake up. He's not a puppet! Baymax is like my family. Please, give me back my friend! Yes. Huh? I did promise I'd put this back where I found it. But there's one piece missing. Sora, you're the one who's going to complete this heart. Yeah, right! You can't have a heart without sadness, without loss. You see, you're going to destroy Hiro's friend, right in front of him. Wait! Hiro! Oh no. Hiro! Hiro!
tell us. What should we do? Baymax means everything to me. But that chip isn't who he is. I already made this mistake once before. Tadashi wouldn't want there to be a Baymax that hurts people. Sora, he has to be stopped. Okay. Help Gogo and the others. You can leave this guy to us. Thank you. Oh no! Sora, take Baymax. Okay, Baymax! I am ready, Sora. So, und jetzt kommt es zu einem Kampf, den ich nicht so gern mag. Whee! Baymax gegen Baymax. Klingt schon mal komisch. Erst gegen den zweiten. So, dieser Kampf ist jetzt mehr in ein paar Phasen aufgeteilt. Man kann mit Kreis sich heilen. Schön ausweichen mit Weg. Mit R2 aufhalten. Und das heißt, ist es auch schon. Man muss immer hier wieder ausweichen. Und das geht mehr oder weniger im Kreislauf hier. Also es gibt hier kein Zeitlimit oder so. Man fliegt hier immer den gleichen Weg. Also man muss jetzt nicht so, ich muss nach rechts und links rücken, sondern wirklich nur diesen Ding ausweichen. Das im Hintergrund ist mehr oder weniger nur Verwirrung, würde ich sagen. Aber schön draufhalten. Wie man sieht, der hat eine Menge Leisten. Sehr große Menge Leisten. Schön draufhalten. Also R2 könnt ihr eigentlich down drücken hier. Da gibt es keinen Abkühlung mehr, wenn ihr könnt sagen. Einfach draufhalten. Man kann auch die ganzen Angriffe, die er macht, zurückschlagen. Aber das ist ein bisschen gefährlich, also ist eher riskant. Nicht so der Fan von riskant. Autsch. Eins kann ich euch sagen, mein erstes Mal hatte ich bei diesem Kampf hier richtig. Jetzt kommt ein bisschen der Kranke von ihm, so eine riesige Kraft sehen. Die kann man nicht abwehren. Der muss man ausweichen. Selbst ist dieser Kampf ja ziemlich chillig, sagt man sich, und so, ja, machbar. Nicht sehr schwer. Aber wie gesagt, das ist jetzt mehr Phase. Die erste Phase ist einfach nur draufballern. Auf ihn. Leider. Aber jetzt kommt diese Rakete. Und wir knapp ausgewichen. Und jetzt kommt der riesig große Angriff. Ups. Auch noch weg. Und just say. Bleibst du hier? Er fliegt ganz schön schnell. Wow. Das war gemein. Dann kurz mal heilen. Brauchst zwar fast nicht, aber. Weil ich jetzt schon in dieser Phase hier bin. So, Phase Nummer 2. Jetzt geht's erst richtig los hier. So, jetzt kann ich selber steuern. Oh, ups. Aber nicht so genau. So, jetzt hast du mich aufpassen. Der hat mächtige Angriffe drauf. Und dann diese Rakete, die man gerade gesehen hat. Wow, ja, die sind nicht ohne. Wieder hier mit R2 draufhauen, also drauf schießen, mit X draufhauen. Ups. Ach, schön draufhalten und schön in Reichweite bleiben. Also auf Reichweite. Wenn man sieht, der hat eine gute Reichweite. Ja, sehr gute. Und wenn der das mal trifft, also die ganze Combo, das kann einen ganz schön wegfahren. Aber schön draufhalten. Oh, das ist knapp. Auch hier wieder, ihr könnt R2 gedrückt halten. Nur anders hier. Ups, sein. Hier auf sicher gehen. Kann man ups, die ganzen Kugeln halt. Nicht Kugeln. Hier nochmal Würfel, genau. Fast. Die ganzen Würfel kann man zurückschlagen mit X.
Also nicht die kleinen da, sondern die größeren. Wow. Also Makete. Ist nicht der schwierigste Kampf im Spiel, aber einer der nervigeren. Ups, da ist mal ein Hebelhieb. Let's go! Putz! Und Folge drauf. Boing. Du hast jetzt einiges an Schaden gemacht. Oh, ein bisschen. Aber was man hier auch nicht machen kann, ist Multifokus-Kommando. Das ist ja komplett gesperrt. Also ich kann zwar R2 drücken, aber es passiert nichts. Jetzt mal Pause. Ups. Jetzt wieder Himmelieb. Durch. Putz. Aber es kommt damit sehr stark Angriffen, die man achten sollte. Die kommen jetzt nämlich von oben. Das ist gar nicht mal so schön Bewegung bleiben. Also jetzt nicht zu sagen, jo, ich bleibe einfach mal stehen. Schön Bewegung bleiben. Und deswegen mache ich diese Welt jetzt auch wieder nicht. Das gehört auch dazu. Dieser Kampf ist einfach einfach. Weil da passiert die Kommando, klickt man rum, schießt auf ihn und das war's. Aber mäßigt sich das gewisse etwas. Jetzt kommt man die Aero-Rad hier. Ui, schön mal. Schön mal. Guys, Hero. So, did we stop him? Safety mode kicks in if he's put under too much stress. So, he's probably just in stasis. We'll have to destroy the chip if we want to be certain. But... are you sure? Yeah, dude. You don't need to go that far. Maybe we can find another way. Mm-mm. It's the right thing to do. Tadashi would have done the same thing. But Hero, isn't that Baymax's heart? That's okay. Baymax is here. I should be the one. Hello, I am Baymax, your personal healthcare companion. Thanks. Do you think I could take one of them with me? No. Come on. No. Who's gonna repair him? Just one of them. Yeah. Come on, please. He's my personal healthcare companion. Was ich jetzt schade finde, ist, dass man nicht sieht, was jetzt währenddessen passiert ist. Ist dieser Chip kaputt gegangen oder umprogrammiert? So viele Fragen hier! Und damit ist die Welt schon abgeschlossen. In der Story zumindest.
Aber ich muss noch viele Kisten sammeln, das kann ich schon sagen. Dafür gibt es das Schlüsselschwert Nanomod. Formänderung Nanowaffen. Das Schlüsselschwert, was ich jetzt nicht so gern habe. So, und man hat den Lichtzugkurs freigeschaltet. Das ist so wie das Tutorial am Anfang, nur dass es diesmal mit Zeitlimit ist oder mit Punktelimit. Ich glaube, das habe ich bis heute noch nie ausprobiert. Und der zweite Baymax, ja, den geht's gut. So, dann schauen wir mal, wie viele Kisten habe ich jetzt in den letzten Welten verpasst oder Embleme. Schauen wir mal. Zuerst mal die Karibik. Ach du meine Güte. Ich habe so eine Ahnung, wo die zwei sind, aber der Rest, puh. Also wie man sieht, in der Karibik gibt es extrem viel zu holen. Das sind 13. Holla die Waldfee. Dann in San Francisco hier selber. Oh, auch 11, aber halt nur ein paar verpasst. Also das wird ein ziemlich großer Part mit den Emblemen. Beziehungsweise es wird lang brauchen, das alles zu finden. Für euch schnell, das ist eben so schön. Wie sieht es mit Schätzen aus? Also, in San Francisco kann man ja viel verpassen, ne? Aber das übersteigt so einiges. Da werde ich viel zu suchen haben. Meine Güte, das wird dauern.